Meat Claws. Ja, ein Zuseher hat mir gesagt, schau dir das an, das kann ein Multifunktionsteil fürs Survivalen sein. Wenn ich mir das so anschaue, bin ich mir nicht ganz sicher, aber wenn es dich interessiert, bleib dran. Ja, hallo, willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist, da ist der Rainer Rossmann. Ja, die Challenge ist, so viele Survival-Ideen und Teile, die man halt mit dem Teil umsetzen kann, mir zu überlegen. Und ich muss gleich eins dazu sagen, das ist ein Kunststoff. Das bedeutet, die Belastbarkeit ist sicherlich überschaubar. Aber ja, was fällt mir ein? Also, wenn das Metall wäre, wäre es natürlich viel cooler. Aber ja, hier jetzt zum Beispiel aufzugraben und einerseits einmal zu suchen nach Regenwürmern, die ich aber glaube, die du mit diesem Teil hier einfach zersäbelst. Aber zum Sammeln von Wurzeln, ja, warum nicht? Das Schöne ist, dass du eben nicht gleich alles komplett aushebst und einzelne Wurzelstränge übrig bleiben. Also Bärlauch suchen zum Beispiel, jetzt im Winter übrigens eine ganz coole Sache, wenn du weißt, wo er steht, aber nicht überall erlaubt. Bitte aufpassen, Naturschutzgesetze beachten, ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Also stabil ist das Ding. Reißt nicht gleich ab, ist auf jeden Fall besser als die Multifunktionsschaufel, die ich vor x Jahren vorgestellt habe. Aber gut, soll so sein. Ja, zum Beispiel jetzt, wenn du Fichtenwurzeln ernten willst, wobei, Hand aufs Herz, wenn du Feuer bohren musst damit, und da Schnur dazu brauchst und Fichtenwurzeln hast, aber diese Teile da mit hast, dann steht dir frei, warum hast du kein Feuerzeug mit oder einen Feuerstahl mit? Ja, aber das wird gehen, das geht sogar relativ gut, weil die Wurzel zwischen diesen Klauen da durchgeht. Also das ist einmal das eine, graben. Gut, okay, Nummer 1. Nummer 2, Selbstverteidigung. Ich hab Bärenkrallen. Naja, das ist da meine tote, unterstandige Fichte, die ich schon, wie du siehst, für viele andere Tests auch benutzt habe. Übrigens, ich bin ja Fall de la Partie. Ich darf das hier. Das Ding ist unterstandig und ist tot. Also immer aufpassen. So. Also das könnte gehen. Alter. Hallo, hallo. Also mit dem möchte ich keine durchkriegen. Aber was ich halt schon merke, ist, also, ja, da biegt es natürlich diese Teile da um. Aber klar, wer will sowas überhaupt... Aber das wäre eine Möglichkeit. Aber dann ist es eigentlich ist es damit, glaube ich, ein verbotener Gegenstand. Warum? Weil man sowas eigentlich nicht haben darf. Aber zur Not, gegen den Bären könnte man mit den Mietklauen, könnte man die Klauen des Bärens abwehren. Auf jeden Fall fällt mir dann auch gleich noch was ein. Und zwar, der Baum ist unterstandig, noch einmal. Du kannst da schön aufritzen und könntest dir jetzt hier zum Beispiel solche Teile, da, das sind Rindenteile, sammeln. Aber was bringt das? Das ist die große Frage. Ja, das ist die große Frage. Was bringt mir das? Ganz feines Material. Ja, ganz feines Material. Vielleicht, dass ich damit keine Locken machen muss, sondern gleich Zun damit aufbereitet habe. Übrigens, ich habe vor einiger Zeit ein Video gemacht. Auch zu so einem Survival-Kit, das ich ausprobiert habe, oben bei Mikkelken. Und da kam ein Kommentar oder eine E-Mail habe ich bekommen, so muss man sagen. So nach dem Motto, hör doch endlich auf mit diesen Locken machen und Feuerstahl, hab ein Feuerzeug mit. Und ich liebe Feuerzeuge, wir haben auch eigene All-Day-Carry-Scheiden. Bis jetzt billige Eigenwerbung, natürlich gebe ich da unten den Link, dass du ein Feuerzeug immer mit dabei haben kannst. Entweder hast du das bei dir am Körper oder du hast es bei dir in der Tasche oder in einem Rucksack in dieser Form. Da hast du auch automatisch gleich eine Taschenlampe mit dabei und hast ein Feuerzeug mit und kannst das benutzen, also so als EDC-Teil. Alles cool, alles wunderbar. Aber es ändert nichts daran, ich liebe Feuerzeuge. Der Feuerstahl ist egal, aber es kann Situationen geben und ich mache das. Nicht nur zum Spaß, sondern weil es Spaß macht. Philosophisch. Wenn alles nass ist, dass du dir kleine, feine Locken machst, damit du überhaupt einmal weg kannst, damit einmal überhaupt was losgeht. Ja? Locken machen draußen mit einem Messer oder mit den Meat Claw von Mountain Krillers. Ja, wie ist ja wurscht, ja, da ist ein Gorilla übrigens drauf, warum das? Egal. Auf jeden Fall, warum ist der Gorilla drauf? Komisch. Kannst du dir schöne, feine Locken rausarbeiten. Ja, gut. Und die dann nachher mit dem Feuerzeug, viele Gänge, das gibt es natürlich alles bei unserem Shop, All Day Carry heißt das, bearbeiten. Also Nummer 2. Nein, 3 habe ich jetzt schon. Ich habe gegraben. Ich habe damit mich gegen den Bär verteidigt und zufälligerweise auch gleich Locken gemacht. 3 Sachen. Alle guten Dinge sind 3, aber was könnte ich noch tun? Das kann ich dir jetzt nicht zeigen, aber
Der Joe Vogel, vielleicht sagt er dir was, der Joe Vogel ist auch Survival Trainer, sehr bekannter und hat auch einige Bücher geschrieben, und zwar eines davon ist Survival Notnahrung. Großartiges Buch, sehr wissenschaftlich, also nicht so einfach und locker und flockig, so ich sag jetzt mal, so einfach gestrickt wie der Reini, sondern wirklich, wirklich hohes Niveau, Wissenschaftler, Biologe und so. Und da hat er, oder hat er uns das am Kurs, weil ich war bei ihm in Karlsruhe vor langer Zeit, schon fast gar nicht mehr war, 2014 oder so, bei einem Kurs, und haben wir das dort gemacht, aus Holz gebaut, einen Bärensammler. Und zwar, das schaut auch so ähnlich aus, nur hat das halt nicht diesen schönen Griff und auch der Gorilla ist nicht drauf. Nein, ich krieg nichts dafür, wirklich, echt nicht. Ja, es ist wurscht, kauft da irgendeinen oder gar nichts. Ja. Auf jeden Fall hat er zum Bären sammeln. Aber das war feiner. Also es gilt auch irgendwie nicht ganz. Aber vielleicht auch, wenn du so Riesenbären hast, zum Beispiel Schlehen, wenn du Schlehen rausarbeiten willst, naja, weiß ich nicht, die wirst du jetzt. Aber wurscht, die Idee zählt. Nummer 4, ich bin schon auf 4. Du, ich habe jetzt nachgedacht, mir fällt nichts Gescheites mehr ein, aber es riecht jetzt voll gut nach Harz und Holz. Schau her, du kannst dich kämmen. Also, ich bin wie der Homer Simpson, der das eine Haar hat. Ne? Nein, aber schau her, wie der Bart jetzt da schöner wird. Nein, mir fällt nichts mehr ein. Also, das ist kein Survival-Tool. Vergiss das, ja. Und ich habe mich ja informiert beim Kaufen. Das ist eigentlich, dass man irgendeinen Braten reinsticht und das umdrehen kann, und dafür wird das sicherlich gut sein. Also wie gesagt, graben, verteidigen gegen den Bären, was haben wir noch gehabt, Locken machen, Bären sammeln, à la Joe Vogel Methode, oder den Bart aufarbeiten, na mehr weiß ich nicht. Ja, das war's jetzt. Wenn auch du mir irgendwelche lustigen Challenges schicken willst, dann schick uns gerne eine E-Mail an shop@überlebenskurz.at. Danke übrigens für diesen Tipp, ja, mir fällt nichts Besseres ein. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, dann hol dir halt ein Messer, irgendein Stitch, ein Hawk, Raptor, Beaver, Irbis, Bush Backup oder ja, irgendwelche All-Day-Carry-Sachen für Victorinox und sowas und überhaupt. Und es hat mich gefreut, und nochmal, ich liebe Feuerzeuge, dann rein raus, Mann, und ciao, ciao.